Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotofreunde, zu einer neuen Fotofreunde-Folge. In der heutigen Folge schauen wir uns mal wieder an, wie wir einen Film entwickeln lassen können. Seid also gespannt. Eine professionellere Lösung aus Berlin wollen wir uns heute anschauen, denn vor Weihnachten gab es ja so ein paar Erfahrungsaustausch unter den oder Erfahrungsaustausche Austauschende unter den Drogeriemärktinnen. Ja, richtig. Und da waren DM und Rossmann Spitze dabei, die ja. Müller waren eher so weniger. Man kann, glaube ich, die Marktanteile der verschiedenen Drogerien da ganz gut absehen. Ich habe dann auf den ausdrückliche Empfehlung einer Zuschauerin unseres Kanals mal den Fotocotti in Berlin ausprobiert. Und denen habe ich einen einfachen Umschlag mit meinen Filmen gefüllt, ein formloses Schreiben beigelegt, auf dem dann irgendwie drauf stand, bitte entwickeln und scannen und anschließend die Negative an mich zurückschicken. Die haben sie dann gebeten, nochmal per E-Mail, dass ich ihnen meine Telefonnummer auch noch mit beilege. Also das heißt, wer denen dieses formlose Schreiben zukommen lässt, vielleicht gebt ihr noch Telefonnummer und E-Mail-Adresse auch noch mit an, dann können die eure Kundenkartei anlegen. Es ist unglaublich cool, weil innerhalb von 2 Tagen habe ich von denen einen WeTransfer-Link zugeschickt bekommen mit allen Ergebnissen von, ja, immerhin 6 Filmen, die ich denen geschickt habe. Das ist natürlich grandios schnell im Vergleich zu den 2 Wochen oder 3 Wochen bei den Drogeriemärkten. Richtig. Ich musste natürlich im Vorfeld auch noch ein bisschen was bezahlen, weil sonst fangen die nichts arbeiten an. Also in dem Moment, wo die quasi die Tasche mit den Filmen bekommen, bitten sie euch, einen gewissen Betrag zu überweisen. Für 8 Euro kriegt man die Scans und wenn man dann noch zurückgeschickt haben möchte, kostet es, glaube ich, 10 Euro oder so. Also 2 Euro Versand nochmal. Irgendwie so, richtig. Ich habe jetzt 6 Filme in einem Umschlag geschickt und natürlich auch wieder zurückgeschickt bekommen. Das heißt, ergo für mich gab es einen Preisnachlass und ich habe immerhin, über 10%. Immerhin nur 50 Euro für alles zusammengezahlt. Und das ist natürlich schon sensationell günstig. Ja, und auch schnell. Wie lange hat es dann gedauert, bis die Negative kam? Ah, das war dann doch etwas länger. Also ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, die kam tatsächlich sogar erst im neuen Jahr dann. Lag aber wahrscheinlich an Weihnachten ein bisschen. Womöglich, ja. Mhm. Also es ist... sorry übrigens für den Lärm, das ist die Baustelle unten. Wir haben es jetzt ein paar Mal versucht und es hat uns jedes Mal wieder hier reingegrätscht. Damit sind wir aber auch schon fast durch mit den Nachteilen. Es gibt noch einen weiteren Nachteil. In diesem einen Umschlag kamen natürlich dann alle 6 Filme auch zurück und die waren dann nur mit so selbst zugeschnittenen Papierbanderolen umwickelt, damit sie halt nicht komplett durcheinander fallen. Sie waren jetzt aber nicht zerkratzt oder irgendwas. Den einzigen Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich sie nicht mit Handschuhen rausgenommen habe. So sind halt quasi ein paar Fingerabdrücke draufgekommen. Ich habe dann die in 6er-Streifen, was ja praktisch zugeschnittenen Filme, dann sofort in Pergaminhüllen gepackt und die einfach zu meinen Schwarz-Weiß-Negativen in den Ordner reingepackt. Also perfekt, kann man nichts sagen. Also mache ich wir dann. Richtig. Also die machen auf jeden Fall alles richtig. Man hat überhaupt keine Entwicklungsfehler in den Negativen. Man hat hervorragende Scans. Allerdings in JPEG-Form, also jetzt nicht irgendwie eine komplizierte... Kein TIFF oder RAW, genau. Mhm. Und vor allen Dingen muss man tatsächlich auch selber noch ein bisschen nachbearbeiten. Also sie sind jetzt nicht sofort veröffentlichungsfertig, würde ich sagen. Allerdings... Das sind sie auch selten sonst auch. Also bei unserem alten in München war ja auch erstmal... so eine Rohversion, die man noch hat bearbeiten müssen. Definitiv. Wobei ich sagen muss, dass mir zum Beispiel beim Rossmann häufig die Ausarbeitungen zwar sehr bunt waren, aber sie mir auch sehr gut gefallen haben häufig. Ja, ist aber halt natürlich auch eine Geschmacksfrage und dem einen oder anderen wird sicherlich die Ausarbeitung von Fotocotti vielleicht auch so zusagen, wie sie ist. Man kann aber auf jeden Fall was ausarbeiten und das habt ihr auch in diesem Video hier schon mal gesehen. Da haben wir die Street Photography gemacht, beziehungsweise dieses Shooting in der Stadt gemacht und diese Bilder sind schon vom Cotti entwickelt worden und man kann da ganz gut mit arbeiten.
an sich sind die Scans auch so groß, dass du von denen direkt A4-Abzüge ordern könntest. Mhm. Also, ja, das ist schon eine enorme Größe. Genau. Mhm. Und wer halt größere Abzüge haben wollen würde, was ja jetzt, sage ich mal, vom Kleinbild ohnehin so eine Sache ist, der müsste dann nochmal seine Negative bemühen. Aber auch das ist natürlich möglich und ich habe auch schon von Kleinbild-Negativen und einer Point-and-Shoot in Postergröße abgezogen. Wenn man nicht allzu nah hingeht, ist das auch überhaupt völlig unproblematisch. Wäre auf jeden Fall mal interessant, das auch beim Kotti machen zu lassen für uns selber. Ja, wer da schon mal Erfahrungen gemacht hat, denn ihr könnt natürlich auch zu euren Bildern natürlich auch Abzüge dazu ordern. Das habe ich mir jetzt in dem Fall einfach gespart. Ich suche mir jetzt dann die richtigen aus und gebe die eventuell dann auch als digitale Abzüge einfach in Auftrag. Das ist ja auch nochmal ziemlich einfach, denn größer als A4 werde ich das sowieso nicht haben wollen. Eben. Ja, genau. Jetzt hoffe ich, hat euch diese Folge gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, schreibt uns einen Kommentar und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, bis dann.